Natrium, zweiter Teil. Wir kommen zum Tafelbild. In euer Heft bitte die Nummer 11, Natrium. Abkürzung ganz einfach, Na. Wenn zwei Buchstaben sind, der erste immer groß, der zweite immer klein. Begonnen haben wir auch, dass ich euch immer wieder das Periodensystem zeige, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, in welche Ordnung kann man das Ganze bringen. Und sie haben es nach bestimmten Kriterien geordnet. Sie haben nicht gesagt 1 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30, sondern sie haben es nach einem anderen System gemacht. Und das andere System kennen wir spätestens jetzt, wenn wir uns das Natrium anschauen. Wenn ihr euch das Natrium anschaut und einmal sucht, ich gebe euch ein bisschen Zeit, finden wir das Natrium hier. Es steht in der 1, 2, dritten Zeile rüber. Und diese dritte Zeile hat eine Bedeutung. Das letzte Element war das Neon. Am Neon hatten wir 10 als Zahl, 2 Elektronen in der ersten Schale, 8 in der zweiten. Und die einfache Begründung ist, es passen nicht mehr als 8 auf die zweite Schale, also gibt es eine dritte. Im Kern könnten wir 11 plus zeichnen für die Protonen und 11 Ringel zeichnen für die Neutronen. Wir machen uns das Leben einfacher. Wir schreiben im Kern Na 11 plus. Und wir kennen uns aus. 11 Protonen im Kern und die Neutronen schreibt man gar nicht dazu. Erste Schale passen 2 drauf. 2 Elektronen. Wo du es immer hinzeichnest, ist völlig egal. Ich zeichne es immer so, dass halt vom Abstand ungefähr gleich weit weg sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elektronen auf die zweite Schale. Und ein Elektron irgendwohin auf die dritte Schale. Das heißt, in unserem Periodensystem, wir schauen uns nicht alle 118 an, keine Sorge. Alle, die in der dritten Zeile rüberstehen, haben 3 Schalen. Alle, die in der zweiten stehen, 2. Und das erklärt, warum in der ersten nur der Wasserstoff und das Helium stehen. Da passen nur 2 hin. Warum das Helium nicht hier herüben steht, als zweites gleich, sondern ganz drüben, die Erklärung kommt noch. Gut, was haben wir gesehen vom Natrium als Versuch? Sie aus, passt. Natrium reagiert heftig mit Wasser. Ich hänge euch einen YouTube-Link dazu, wenn ich die ganze Stange, die ich da rausgenommen hätte, hier ins Wasser hineinhaut, gibt es mich nicht mehr. Ja? Bin ich Ex normalerweise. Das reagiert so heftig, dass man wirklich aufpassen muss. Ich zeige so ein YouTube, wo es dieses Stangl in einen Fluss hineinschmeißen. Schaut es euch an, ist sehenswert. Na reagiert heftig mit Wasser. Es entsteht Wasserstoff, nachgewiesen durch diesen Pfiff, und Natronlauge. Nicht Natriumlauge schreiben, sondern Natronlauge. Das haben wir beim Versuch gesehen, dass sich das blau gefärbt hat. Und mein Mittel, das ich verwende, färbt sich, wenn es eine Säure wird, rot und wenn es eine Lauge wird, blau. Ist üblich so, aber es gibt auch andere Mittel. Man hat eine Farbtabelle dabei und kann immer nachschauen. Kennt es vom Pool, wie gesagt. Ja? Für die Profis unter euch, die Verbindung Natron-Lauge. Wir haben Natrium dabei, Na. Jetzt schreibt es doch ein großes O und ein großes H dazu. Das O wissen wir noch, ist Oxygenium, der Sauerstoff, und H ist
Platz der Wasserstoff. Das heißt, diese drei Elemente miteinander bilden die Natronlauge. Das haben wir mal im Versuch gesehen. Natrium färbt die Flamme. Jetzt sieht das noch aus? Bin ich noch drauf? Ja. Schauen wir es drunter. Die Flamme gelb. Das haben wir selber beim Natriumbrennen gesehen und das haben wir gesehen, wie ich das Kochsalz hineingegeben habe. Und dann die Stoffe, die wir kennen. Wir haben Kochsalz, wieder Fachwort dazu, Natriumchlorid. Machen wir Punkt auf, besteht aus Natrium und Chlor. Und die Abkürzung, die chemische Formel ist NaCl. Eine der Formeln, die man sich merken kann, merken sollte. Das zweite, was ihr als Natriumverbindung kennt, ohne dass man die Formel aufschreiben, ist das Speisesoda. Auch da kommt Natrium als Teil dieser Verbindung vor. Und das dritte, das ich euch gezeigt habe oder nicht gezeigt habe, ist dieser Rohrreiniger, dieses Natriumhydroxid. Da muss man aufpassen wieder, da können auch giftige Dämpfe entstehen und das kann auch heftig reagieren und spritzen und man soll es auf keinen Fall in die Augen wieder bekommen. Natriumhydroxid. Schreibt Rohrreiniger dazu. Und Abschluss. Natrium ist ein wichtiges Element für unseren Körper, habe ich heute schon gesagt. Und man braucht dieses Natrium in winzigen Spuren in unserem Körper. Keiner von uns isst das pure Natrium, das Metall, sondern wir nehmen es eben in Verbindung. Beispiel Kochsalz zu uns. Wenn man Blutuntersuchungen macht, kann man feststellen, wie viel Natrium im Körper drinnen ist. Normalerweise haben wir genug. Bei Kochsalz ist es so, dass wir eher zu viel als zu wenig haben. Da sind wir sicher als Durchschnittsösterreicher über der Empfehlung von der WHO. Die WHO sagt euch vielleicht etwas, ist jetzt oft im Zuge dieses Virus, den wir gerade bekämpfen, auch in aller Munde, ist die World Health Organization, die Gesundheitsorganisation der UNO. Letzter Punkt, Natrium ist ein Spurenelement. Natrium ist als Spurenelement wichtig für Nerven und Muskeln. Menschlichen, aber genauso, schreiben wir nur Körper, genauso bei den Tieren natürlich, auch die können an Natriumüberschuss und an Natriummangel haben. Wie gesagt, das kann man bei einem Blutbild feststellen, kann der Arzt untersuchen lassen. Geh kurz weg, dass das ganze Tafelbild habt, wer nicht mitgekommen ist. Okay, so weiter zum Natrium.